Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Wochenreflexion vom 11.04.94 bis 17.04.94. Als ich im Stamm am Dienstag weitergemacht habe, ist einiges für mich klar geworden. Zum Beispiel, warum ich so ziemlich aggressiv einigen Leuten gegenüber bin. Es hat was damit zu tun, dass ich jedem gegenüber zunächst misstrauisch bin und wenn ich jemandem vertrauen will, erst Sicherheit brauche, dass jener mein Vertrauen nicht missbraucht. Das alles ist neu für mich und wusste das alles vorher gar nicht. Es war mir nicht bewusst. Ich dachte, dass ich allen neutral gegenüber trete, aber das ist bei weitem nicht so. Aber ich bin der Meinung, dass gesundes Misstrauen eigentlich nicht schlecht sein kann. Im Stamm, also der Kleingruppe, selbst bekomme ich immer mehr Vertrauen. Ich kann mich immer mehr öffnen. Ich glaube, dass das Misstrauen daher kommt, dass ich Angst habe, verletzt zu werden. Ich bin sehr verletzlich und wehre mich mit Aggression. Lasse also fast niemand an mich ran. Das Paradoxe daran ist, ich kann gut austeilen, aber schlecht einstecken. Arbeitstechnisch brauche ich Veränderung. Das heißt, ab Montag arbeite ich als Haus- und im AGV-Vertreter. Auf die neue Aufgabe freue ich mich. Hausinnen, AGV, Arbeitsgruppenverantwortliche und dessen Vertreter. Tjo, ich beiß Leute weg, wenn ich denen nicht vertraue oder wenn sie mir zu nahe kommen. Zumindest damals war es so, heute kann ich besser damit umgehen. Jo, wieder nichts mit Katja erzählt, wahrscheinlich hatte es sich schon erledigt. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, Daumen runter. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch interessiert. Schreibt mal was in die Kommentare, würde mich freuen. Bis dahin, peace and out.